Der Tod gehört dazu, so ist das nun einmal. Aber wie der Tod dann kommen soll, da haben wir doch unsere Vorstellung, um den Tod eben möglichst angenehmer zu gestalten. Auch bei Tieren. Und um genau die geht es hier. Lebende Tiere können wir nicht essen, also müssen sie geschlachtet werden. Tanja Ketteler ist mit ihrem Vater Hubert in einer Nische unterwegs. Der kleine Biohof aus Borken betreibt die sogenannte Weideschlachtung. Einmal im Monat wird ein Ochse per Distanzschuss erschossen. Das sei der verträglichste Weg fürs Tier. Das bricht sofort im Schuss zusammen, wenn der Schuss auf die richtige Stelle kommt. Das Tier hat einen großen Kopf, aber nur ein kleines Stammhirn. Das muss man treffen und dann liegt das Tier sofort. Was mich verwundert hat, ist, dass die übrige Herde, die ja auch dabei ist, sich ganz normal verhält. Die verabschieden sich vom Tier und haben keinen Stress. Die wissen, ich habe Glück gehabt. Keine unwürdigen Transporte, keine Stresshormone. Das alles macht auch das Fleisch besser. Natürlich ist das Fleisch, das so produziert wird, deutlich teurer als das Fleisch im Discounter. Und nicht jeder hat das Geld, das teurere Fleisch zu kaufen. Das darf man in der Diskussion nicht vergessen. Doch trotzdem sollten wir uns fragen, warum es ausgerechnet unsere Wohlstandsgesellschaft ist, die in regelmäßigen Abständen immer wieder negative Schlagzeilen hervorbringt, bedingt durch Massentierhaltung und durch Massentötung. Die aktuellsten Schlagzeilen kommen aus einem Schlachthof in Düren. Ein Tierschützer hatte dort als Schlachter gearbeitet und verdeckt gefilmt. Die Aufnahmen zeigen laut Experten vom Friedrich-Löffler-Institut den absolut unsachgemäßen Umgang bei Betäubung und Tötung. Das Kreisveterinäramt Düren zeigt sich heute überrascht. Es erschreckt uns und es überrascht uns auch, dass gerade in diesem Betrieb, der uns eben eigentlich nicht als schlechter Betrieb absolut nicht bekannt ist, so etwas passiert sein soll. Und dem werden wir jetzt auf den Grund gehen auch. Das betroffene Dürener Unternehmen hat heute reagiert. Einem Subunternehmer, der mit der Schlachtung beauftragt war, wurde gekündigt. Hubertus Ketteler kennt auch Schlachthöfe, in denen anständig und tiergerecht gearbeitet wird. Und er weiß natürlich auch, dass wir nicht anfangen können, jedes Schlachtvieh einzeln zu erschießen und auf der Weide ausbluten zu lassen. Aber jeder neue Schlachthofskandal sei eben auch einer zu viel. Wenn irgendwie da solche Sachen entstehen, dass nicht sachkundige Mitarbeiter nur, weil sie billig sind und aus fernen Ländern kommen und so weiter und werden dafür ausgenutzt und lassen sich für so einen Wagen spannen oder sind dazu verpflichtet, irgendwas muss der Mensch ja auch erarbeiten, dann finde ich das eigentlich ein bisschen unfair, wenn man bedenkt, dass diese Schlachthausbetreiber auch nicht am Hungertuch nagen. Die Familie geht ihren Weg nicht, um reich zu werden, sondern um abends müde zu sein und gut schlafen zu können, so sagen sie. Irgendwie ein sehr schöner Gedanke. Der Konsument, der Fleischesser, ist der nun Teil des Problems oder ist der Teil der Lösung? Die Macht von uns Konsumenten ist gewaltig, wenn wir uns einig sind. Und wenn wir solche Skandale, solche Schlagzeilen eben nicht wollen, dann müssten wir beim nächsten Fleischkauf eben nicht nur auf den Preis schauen.